Was geht, Leute? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Das hier ist mein Hundi mit der Dicknase. Hier im Raum haben sich außerdem noch versammelt Clara und Johanna. Clara hat auch gerade ihre weiße Zähne rausbekommen. Sieht aus wie Quagmire. Deswegen trägt sie einen Schal. Haben wir Gigi die hinter der Säule? Wir haben uns hier heute in dieser Küche eingefunden. Ich habe nicht mal eine Schürze dafür an, weil ich habe heute was gesehen und ich möchte jemandem eine zweite Chance geben. Wir sind wieder bei unserem wunderbaren Format YouTuber Essen. Es gibt ja viele YouTuber, die auch mehrere Essensvideos gemacht haben. Dazu gehört auch Patrick, also Paluten. Und der Minecraft Burger letztes Mal, kleiner Review kurz mal, vielleicht klein eingeschoben. Es ist einfach ein Burger. Ja, es war eher so semi-geil, Palle. Deswegen, wie gesagt, werde ich ein paar Leuten auch nochmal eine Chance geben oder von ein paar anderen Leuten was kochen. Die Pietz sind ja zum Beispiel 5 Leute für einen Kanal. Sepp kommt übrigens auch bald vorbei und dann kochen wir was zusammen in XXXL. Dann sind wir nämlich der knusprige Sepp, weil anstatt Rob, okay. Palle hat hier so eine Power-Pfanne gemacht, weil der musste in eine Aufnahme. Ich möchte jetzt gleich streamen auf meinem Twitch-Kanal, einfach auf Twitch-Sturm, was ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und deswegen mache ich jetzt diese Power-Pfanne und einen Smoothie nach, die er aus seinen Resten gemacht hat. Und ich habe die jetzt gekauft, weil scheiß auf Reste, ich kaufe Reste. Warum guckt ihr so kritisch? Das wird, glaube ich, echt scheiße. Patrick, wenn mich das jetzt nicht energized für meinen Stream gleich, ne, dann habe ich mir nur ein Brot geholt. Er nimmt erstmal ein paar Nüsse aus dem Nussmix. Ich habe jetzt nicht den richtigen Nussmix leider gefunden. Das ist so das Problem. Aber ich denke, das tut's auch. Nüsse. Und der hat viel so Fertigsachen, ne? Was ja auch nicht schlecht ist. Zum Beispiel dieser Uncle Ben's Reis ist eigentlich ganz lecker. Mach mal auf. Oh nein! Das war's gut. Ich dachte, das ging gerade an. Wenn die Tür auf ist, dann platzen auch unsere Köpfe, oder? Das ist eine Mikrowelle. Mikrowellenstrahlen und so. Aliens. Oh shit! Ja. Nee, ich mach nochmal neu. Also, wir tun Öl in die Pfanne. Ein bisschen rein. Danach kommt Mais rein. Ach shit, da ist ja auch Mann, der macht sogar im Video das gleiche mit dem Wasser. Shit, das wird Popcorn. Ich wusste es. Shit, das ist einfach hochexplosiv. Wow, shit. So, Spritzschutz. Alles easy. Und dann macht der Parmigiano-Scheiben hier so rein. Weißt du, so dünne, leckere Parmigianis. Wie man das so macht halt, wenn man nichts zu Hause hat. Also ein bisschen frischen Parmigiani. Oh je, was ist das hier? Ah, das ist das Mikro, ne? Der sagt irgendwas mit Beranius oder so. Das sieht aber aus wie Serrano-Schinken. Deswegen habe ich jetzt einfach Serrano-Schinken geholt. Die sind ja alle einzeln geplastikt. Was für eine Verschwendung, ey. Zack. Geil. Dankeschön, Julia. Super nett. So. 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 Und da schmilzt schon der Parmigiani. Oi, 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 oi. So, und das sieht doch schon mal absolut appetitlich aus, oder? Findest du nicht, Ilja? Findest du nicht? Das ist doch eine Powerpfanne. Das ist doch eine Powerpfanne wie aus Patrick, ich glaube, die zweite Runde wird auch nichts. Guck mich so kritisch. Quagmire. Wo kommst du nicht? Wo kommst du genau? Seit wann bist du eigentlich wieder im Büro? Zack, und jetzt hauen wir hier noch Reis rein. Ui. Obwohl der Reis warm ist, muss der jetzt ja noch mit den anderen Sachen so korrelieren. Kooperieren. Kooperieren oder so. Und während das jetzt alles so ein bisschen noch vor sich hin brutzelt, ich tue das jetzt gleich von der Hitze, so, macht Patrick nämlich noch was dazu, weil für die richtige Power bei einer Aufnahmesession und Co. brauchen wir einen Smoothie. Problem ist, wir haben keinen Mixer, aber einen Pürierstab. Das ist für mich ein Mixer nur umgekehrt. Der kommt dann von oben anstatt von unten, das Messer, oder? Komm mal her, Fetzack. Serrano-Schinken in dein Gesicht. Nom, 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 nom. Wir haben hier noch Äpfel zum Glück da gehabt, weil wir wurden ein bisschen im Rewe bei unseren Äpfeln betrogen. Gerade eben, eiskalt. Dafür haben wir Bananen bekommen. Stimmt, doppelt so viele, wie wir wollen. Mal einen halben Apfel. Halbe Banane und dann noch ein bisschen Ingwer. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß, das Stück Ingwer. Das ist gut für die Seele. Ingwer! Das ist gut. Das kommt von den Chinesen. Und die Chinesen haben ganz viel Ingwer gegessen. Deswegen werden die, ja, immer so toll. Liebe Peter Ludolf, kann er bitte wieder kochen? Braucht das täglich, sonst komme ich, nicht aus dem Bett. So, Patrick schneidet die so ganz besonders. So werde ich die jetzt auch schneiden. So? So habe ich das. Nee, eher. Ich mache das nicht so. Ich mache das auch anders. Wichtig noch, in dem Video, er macht es eher aus Versehen, träufelt er aber so ein bisschen Mangosaft einfach in sein Essen rein, weil er das zeigt in die Kamera. Ich denke, das wird der Flavor noch sein. Also ich will ja schon dranbleiben, original, ne? Boah, Mangos riechen immer so lecker, ne? Das
riecht für mich wie Urlaub. Für die Hauptspeise hat Patrick hier dreierlei Hummus. Einmal aus Kichererbsen, einmal mit getrockneten Tomaten und einmal aus Oliven. Die dreierlei Hummus probiere ich natürlich gleich auch im Verzug des Gerichtes. Hier ist noch ganz wichtig für den Smoothie, den wir jetzt sofort zubereiten, folgendes. Diesen Crushed Eis, das werden wir uns mal schön nehmen, so eine Kelle voll. Aber so, Eis, okay. Und dann, ja, richtig weh, Alter. Wie vom Elfen kam der Eis abrüsten. Und dann noch wichtig, Sprudelwasser nimmt er. Bisschen Wasser, sagt er. Bisschen. Das ist voll ekelhaft, ey. Schnell! Motherfucker, Siegfried und Roy, was geht los? Mein Freund! Was ist los, Ilja Kova? Ich kann kein Tennis spielen. Okay, gut. Das hier ist die Portion. So wie sie Patrick auch gegessen hat dann, ne? Ich glaube schon, dass das ganz gut schmeckt. Aber eine Sache, um wirklich das volle Geschmackserlebnis zu haben, ist super wichtig und die darf uns nicht entgehen. Patrick hat hier eine essentielle Sache gemacht. Und zwar hat er von Peter erzählt. Peter hat alles wohl immer mit Apfelmus gegessen. Unter anderem hat er deswegen probiert, diesen Reis hier auch mit einem Löffel Apfelmus zu essen. Das heißt, jetzt natürlich muss ich, und er sagt, es schmeckt gut, auch den Geschmackstest eingehen, also meine Geschmacksnerven vorbereiten auf das, was gleich anstehen wird. Und zwar Apfelmus mit... Patrick, warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn Apfelmus? Aber mit Reis. Ja und? Ja, sorry, ich komme halt nicht aus Russland, Ilja. Hast du noch nie Kartoffelpüree mit Apfelmus gegessen? Nein, bin ich... Mega lecker. Kartoffelpüree mit Apfelmus? Ja. Du bist gefeuert. Du bist einfach fucking gefeuert. Jetzt kann nicht dein Ernst sein. Gut, jetzt Apfelmus mit ein bisschen Reis. Ich möchte nicht drüber reden. Hier kommt dann noch die geheime Zutat, die eigentlich alles wieder salonfähig macht im Fachkreis, Ketchup. Ich sah im Hintergrund Patricks Videos einfach nur, dass er dann auch das hier gemacht hat. Aber der Apfelmus ist ekelhaft, ne? Hey, das ist Ketchup, würziger Ketchup auf würzigem Gericht. Das ist fucking zermatschter Apfel mit Reis. Das sind zwei Kulturen, die da aufeinandertreffen im Mund, die da nichts verloren haben. Das ist einmal fucking Mittel, da wo Äpfel herkommen, fucking England. Und dann kommt Indien mit Reis. Und dann England, Indien, hat sich das gut vertragen in der Vergangenheit? Nein. Jetzt kommt natürlich noch der Taste-Test. Das ist wirklich sehr viel irgendwann. Wow. Hör mal, ich weiß genau, was du vorhast. Ich würde jetzt mal... Ey. Cookie, ich würde mal an deiner Stelle nicht in die Küche gehen. Du alter fieser Fettsack. Wie hast du mich genannt? Ich hab mich so genannt, ja. Guck mich gar nicht mal so an. Ich kack dir in die Schuhe. Der Burger war nicht so lecker wie das hier. Das heißt, in den 5 Gerichten, die wir jetzt probiert haben, sieht die Rangliste folgendermaßen auf. Pete's Meat Schaschlik, der Montana Black Noodle Auflauf, meine Bolognese, das Paluten Power und der Was ist mit der Sturmwaffelpizza? Das ist kein. Ich habe nur versucht, Pizza zu machen. Das war kein offizielles Rezept. Du machst ja Sachen nur, wenn du glaubst, dass es ganz gut wird. So, das Format, ich versuche, geht darum, dass ich Sachen das erste Mal probiere. Ich habe noch nie Pizza selber gemacht. So, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich esse jetzt mal leckeres Streamessen noch. Und dann geht's für mich los. Ich probiere regelmäßiger zu streamen. Folgt mir gerne auf Twitch. Wenn ihr neu dabei wart, abonniert gerne den Kanal. Lasst ein Like da. Oh Mann, ey. Patrick, warum kannst du nicht kochen, Mann? Das ist so ekelhaft alles.
Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!